Hallo und gestern zurück zu Cities Skylines, wo wir wieder eine Menge vorhaben. Zumindest habe ich tausend Sachen im Kopf, die ich erledigen möchte. Und ich würde sagen, hier, wo wir letztes Mal aufgehört haben, machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Die Brücke hier drüber ist ja nicht ganz so gut angekommen und das stimmt schon. Sie ist ein bisschen wuchtig. Ich glaube, auf die können wir eigentlich verzichten. Zumindest im Moment ist hier kaum Verkehr, also braucht man die mal sicher nicht. Die zwei Einfahrten hier lassen wir vielleicht, aber sonst eben hat es ein bisschen heftig ausgeschaut. Das stimmt schon. Ja, eigener Autobahnanschluss für das Krankenhaus muss auf jeden Fall her. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir hier an die Autobahn anschließen, dass wir dann relativ viel Verkehr da durch den Wald haben werden. Aber ist okay, von der Straße her sind wir darauf vorbereitet. Und wir wollen sicher auch auf die andere Seite. Dann würde ich mal sagen, kommt da wieder mal für den Moment eine einfache Lösung hin. Nur damit man mal hier auf- und abfahren kann. Und das, genauso wie das hier, werden wir dann noch im großen Stil umbauen. Beziehungsweise ein bisschen was Interessanteres hermachen. Wobei hier weiß ich gar nicht, ob ich da viel ändern möchte. Die Abkürzung da rein in das Viertel könnte man ein bisschen netter gestalten. Das ja, aber sonst, ja, wenn wir hier keine Möglichkeit zum Auf- und Abfahren auf der Seite bieten, warum nicht? Muss ja nicht immer überall von, ja, jeder, also müssen nicht immer überall jede Möglichkeit unterbringen, so wollte ich sagen. Okay, danke noch für den Hinweis, dass ich hier jetzt das Industrieviertel insofern ruiniert habe, als dass wir ja dort Erz abbauen wollten. Ich glaube, das werde ich so lösen, indem ich den Bahnhof bis darüber vergrößere und beim Bahnhof für den Moment Erz zuweise, beziehungsweise haben wir das eh noch. So gesehen sollte es passen. Wird da zwar nochmal umgebaut, aber dann haben wir wieder unsere Erzindustrie. Ja, mit den Zügen läuft es inzwischen auch einwandfrei, würde ich sagen. Der Hauptbahnhof wird immer wieder, aber nicht allzu stark angefahren. Und ich glaube, in der Stadt sind auch genug Züge unterwegs. Ich glaube, bei den Nahverkehrsmitteln, da haben wir das Budget ja nach wie vor auf Maximum. Na, nicht ganz. Nur bei den U-Bahnen und Bussen, bei den Bahnen haben wir nur 100%. Aber ich glaube, das können wir auch so lassen für den Moment. Ja, weil ich hier das Flugzeug sehe und mich dauernd daran erinnere, dass ihr euch einen Flughafen wünscht. Inzwischen habe ich zumindest beschlossen, wo er hinkommt, nämlich hierhin, in das Gebiet. Ich werde jetzt mal mit dem normalen starten und dann später mal einen modularen bauen. Da möchte ich nämlich ein bisschen die Mod-Entwicklung sozusagen noch abwarten, was ich in den Stadtpark noch haben wollte. Und mal schauen, ob das geklappt hat. Ich habe es gar nicht probiert. Ich habe nämlich ein, zwei Parks geladen. Ja, und tatsächlich, der fehlt mir jetzt. Einen Park mit See. Es sei denn, er hat auch kein... Ah, da ist er. Kein Bild bekommen. Ich platziere ihn jetzt einfach mal irgendwo, dass wir uns ihn anschauen können. Tja, der ist ein bisschen sehr blau geraten. Nicht gerade perfektes Wasser, aber so vom Prinzip her finde ich es ganz nett, dass man das so löst, dass wir hier vielleicht einen See unterbringen in einem Park. Da werde ich mich ein bisschen vielleicht selber mit dem Terraforming-Tool spielen vom Asset-Editor. Oder wir legen hier natürlich einen kompletten Fluss rein. Allerdings das ist, glaube ich, ein bisschen aufwendig mit dem Ingame-Terraforming. Aber da muss auf jeden Fall irgendein See noch hin. Wie wir denn da hinbekommen, wie gesagt, gibt es viele Möglichkeiten. Da werde ich noch eine aussuchen. Für den Moment können wir ja einen Platzhalter verwenden. Die Frage ist, nehmen wir den hier. Ich habe noch einen anderen ausprobiert, aber der ist von der Farbe her einfach nicht passend. Der schaut zwar super hübsch aus, aber der ist einfach, ja, komplett grün oder hellgrün da außenrum, also auch nicht so ganz das Richtige, aber vielleicht
können wir da einen von den zwei irgendwie mal in der Zwischenzeit zumindest unterbringen. Und ich würde sagen, fahren wir da mit einer Straße rein, vielleicht mit einem bewussten Umweg. Da hätten wir eh sowieso eine Kreuzung. Dann fahren wir lieber daran, damit das nicht als Abkürzung verwendet wird. Und jetzt ist eben die Frage, soll ich den mal hier hin platzieren für den Moment? Ich würde mal sagen, ja. Dann haben wir einen Platzhalter für den See. Wenn man schön weit rauszoomt, dann fällt es eh nicht auf, dass das jetzt nicht unbedingt perfekt ausschaut. Aber ich meine, können wir es so lassen. Da natürlich ein paar Parkplätze noch dazu. In dem Fall werden wir hier unsere ganz einfachen verwenden. Dass hier am See auch geparkt werden kann, falls da jemand hinfahren möchte. Und eventuell bringen wir noch das eine oder andere Geschäft dort unter. Mal schauen, wenn wir es ganz, ganz vorsichtig platzieren sozusagen. Einfach nur ein, zwei Kioske oder ähnliches. Hier vielleicht was Größeres. Mal schauen, was da entsteht. Lassen wir uns überraschen. Okay, und natürlich noch ein paar Wanderwege dazu. Kann man direkt von hier aus losmarschieren. Ich würde das Netz ein bisschen dichter machen, als wir jetzt da drüben im richtigen Wald. Und mal schauen. Ich möchte noch ein paar Sachen einbauen. Ein paar Ideen hätte ich noch. Aber da muss ich erst schauen, ob ich da was Passendes finde. Sonst muss ich mir was basteln oder basteln lassen. So, und von hinten vielleicht da auch noch ran. Da unten lassen wir es mal noch offen. Okay. Nicht so schlecht. Wie hat man das da jetzt einfach mit einem Weg hier entlang? Dann ziehen wir den vielleicht frisch da gleich weiter. Dann können wir hier schön anschließen. Der soll im Prinzip gehen. Ja, eigentlich mehr oder weniger beliebig weit. Zumindest mal bis hierher. Wie man dann da die Kreuzung übersetzen, weiß ich noch nicht. Vielleicht in dem Fall werden wir es eher so machen, beziehungsweise den Kreis verkenne ich die Kreuzung. Dass wir vielleicht da drüber gehen. Und dann so irgendwie weiter und ja, hier ran für alle, die möchten und müssen. Ja, das passt. Und da immer wieder eben, wo die Straßenenden. So in etwa habe ich es mir vorgestellt. Gut, dann ziehen wir den Weg noch bis da weiter. Kann man sich vielleicht auch als so Radweg vielleicht vorstellen. Können wir noch einen auf der Seite dann unterbringen. Auch kein Problem. Hier vielleicht auch noch eine Verbindung hin. Und ja, Wald. Den Wald etwas auffüllen. Achso, da braucht man natürlich Strom auch da rein. Und Wasser. Wasser kein Problem. Legen wir da unter der Straße rein. Strom. Könnten wir uns da so einen Generator leisten, würde ich sagen. Oder fällt der zu negativ auf?
Na, ist glaube ich okay. Wir haben auch schon einige Besucher da. Sehr schön. Die da, ja, übers Wasser wandeln offensichtlich. Ja, da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Aber eben, Platzhalter, wie gesagt. Und dann werden wir den Wald noch etwas verdichten bis hin zur Autobahn. Da haben wir ein bisschen mehr Laub in dem Fall, aber ist auch okay. So, das machen wir vielleicht ganz am Schluss, die Bäume, dann haben wir nicht ganz so viele von den großen. Ja, passt. Passt mir eigentlich nicht schlecht. Könnte sogar noch ein bisschen dichter sein, aber für den Moment lassen wir das mal so. Gut, da ist mal eine Sache und die andere, ich wollte unbedingt noch ein paar Buslinien und Bahnlinien bauen. War, glaube ich, auch gewünscht, dass wir auf jeden Fall zum Krankenhaus einen Bus bauen. Vom Bahnhof direkt weg, würde ich sagen. Den lassen wir hier abfahren. Und machen wir da vielleicht so einen Expressbus draus. Wir können ja da eventuell einmal hier irgendwo stoppen. Ah, da ist schon gar kein Expressbus mehr. Ich würde sagen, wirklich Expressbus. Der hält nicht allzu oft. Hier beim Hinfahren ein paar Mal. Und dann beim Zurückfahren eventuell hier auf halber Strecke. Da können wir da auch noch eine Brücke drüber bauen. Hält nochmal hier beim Wald für alle, die hier wandern gehen wollen, beziehungsweise für die, die dann in das Gebiet möchten. Da hätte ich ja auch schon ein paar Ideen. Mal schauen, ob das noch was wird. Und dann sollen wir direkt vorm Krankenhaus halten oder noch irgendwo einen Zwischenstopp einlegen. Genau, bei der Rückfahrt könnte man tatsächlich da am See halten. Und dann eigentlich hier zurückfahren. Gut, ist nicht ganz so express geworden, wie zuerst gedacht, aber direkt genug. Hier kann man noch stoppen und dann sind wir durch. Haben wir eine schöne Linie. Upp, da ist irgendwas schief gegangen. Ah, da können wir nicht rausfahren. Dann halten wir hier in dem Fall. Okay. Ja, eine schöne Linie zum Krankenhaus und dann noch eine eigene, würde ich sagen, die hier durch das Gebiet fährt. Die Frage ist, haben wir das schon fertig oder wollen wir da noch ein bisschen was dazu bauen? Könnte man eigentlich noch. Gerade so ein Stückchen. Hier vielleicht. Bedarf ist ja noch leicht da, zumindest dünn besiedelt. Da sind wir relativ nah dran. Das gleich lassen wir so. Ja, würde ich sagen, passt. Dann machen wir für das Gebiet eine Eigenlinie. Die kann dann hier losfahren. Bin noch nicht ganz sicher, wie wir die Streckenführung machen, aber mal schauen. Da hinten kann man nirgends rein, ist aber nicht so schlimm. Da decken wir relativ gut schon ab. Stoppen wir hier. Gut, die fährt jetzt ein bisschen mehr kreuz und quer wie die andere. Hier können wir uns nochmal treffen. Aber dann können wir da wieder raus und eventuell da zurückfahren. Aber da oben geht es auch wieder nicht raus. Hier geht es auch nicht raus. Gar nicht unkompliziert. Ich glaube, wir brauchen da hinten fast noch eine Einfahrt. Dann machen wir die Linie später.
Habe sie ganz abgebrochen, ja. Eine Einfahrt muss da fast noch hin. So, und möglichst auch so, dass hier unser Fußgängerweg noch vernünftig Platz hat. Mal schauen, ob wir es so unterbekommen. So, müssen wir aufpassen, dass wir den Strom da nicht komplett kappen. Ah, das könnte ein bisschen knapp werden. Ich wollte eigentlich hier rauf. Es geht zwar, aber ich glaube nicht, dass ich da rankomme. Das wird nicht klappen. Dann muss man auch so reinfahren. Ist okay. Wie schon vorher erwähnt, muss nicht immer überall hin eine Option geben, sondern machen wir es nochmal. So, ich glaube, ich da einfach eine weitere Haltestelle platziert, kann das sein. So, jetzt haben wir eine neue Linie. Dann können wir noch gleich ein bisschen aufwendiger fahren. Da dann raus. Und hinten rein in dem Fall, oder? Bleiben wir auch hier stehen. Möchte einfach halbwegs viel abdecken. Muss man zwar einen ordentlichen Umweg fahren zum Teil, wenn man mit der Linie unterwegs ist. Aber okay. Ich hoffe, die stimmt jetzt. Müssen wir dann auf jeden Fall noch passend einfärben, beziehungsweise das könnte man eigentlich gleich machen. Dass sie zumindest ein bisschen unterschiedlich ausschauen. So, ist die Frage, also nein, nicht die Zahl, die Farbe. Ich nehme einfach mal irgendwas und dann schauen wir, ob sich es genug von den selben Linien aus der Gegend unterscheidet, aber ich glaube fast ja. Wobei gelb ist da nicht unbedingt gut zu sehen, aber sollte noch klappen. Okay, dann haben wir hier ein paar Busse, wow, die stechen deutlich raus. Die da unterwegs sind, inklusive zur Klinik. Und dann wollte ich, glaube ich, bei der Haltestelle noch eine Fußgängerbrücke bauen. Perfekt. Sonst noch wo? Genau, hier braucht man das auf jeden Fall noch angeschlossen an die Bushaltestelle. Ja, und die müssen wir dann auch irgendwann mal fertig bauen. Eine Menge offener Baustellen. Da können wir eigentlich auch anschließen. Oder sollen wir da drüber? Wir können beides machen, so gesehen. Hier schön überqueren. Und anschließen. Falls es sich ausgeht, heißt das. Hübsch ist was anderes. Machen wir es lieber so, falls das klappt. Oder ganz gerade, dann glaube ich, schaut es am besten aus in dem Fall.
Es war die Frage, warum man hier vorgehen muss, aber okay, wir bieten mal die Möglichkeit. Gut, eine Menge Busse unterwegs. Hoffe, die werden auch genutzt. Also haben wir das geschafft und genau, dann wollte ich noch die Bahn anschließen. Und zwar haben wir ja hier eine Station und hier eine, die momentan noch von außen bedient wird. Das werden wir ändern und werden mit der Bahn direkt da runterfahren an der Autobahn entlang. Eventuell kommen wir da sogar elegant runter durch. Mal schauen, könnte sich ausgehen. Ah ja, super. Das klappt. Dann können wir hier direkt so zusammenschließen, für alle Fälle. Und da baue ich jetzt mal mit dem geraden Tool zumindest ein Stückchen. Mal schauen, ob wir da drunter durchkommen. Ah, da werden wir die Brücke ein bisschen verlängern müssen, aber ist kein Problem. Ziehen wir mal die Gleise vorher rein. Und dann direkt die Straße wieder hin. So. Könnte man ein bisschen kompakter noch machen. Jawohl. Und da ziehen wir es jetzt gerade rauf. Und hier dann einen schönen Bogen. Bei den Bahngleisen, da ist mir eigentlich ganz recht, wenn sie relativ gerade sind. So, können wir hier vielleicht auf den Strom sogar verzichten? Ich glaube fast, dass wir ihn gar nicht mehr brauchen. Oder hat jetzt gleich die ganze Stadt keinen Strom mehr? Ah, da haben wir so eine Option. Ist zwar jetzt auch nicht unbedingt sehr effektiv, da alles über ein Kabel zu jagen oder sehr sicher. Aber Skylines stört das ja nicht. So, da werden wir dann irgendwo übersetzen. Falls wir da drüber kommen, heißt das. Ich glaube, da haben wir ein ähnliches Problem, wie wir schon mal hatten, dass da einfach ein Hügel ist. Dann werden wir in diesem Falle da noch ein Stückchen entlang fahren. Ja, ist natürlich da ein bisschen mehr Lärm. Jetzt ist die Frage, ob wir da drüber kommen. Wird vermutlich schwierig. So wird's gehen. Ich hoffe, das ist nicht zu extrem. Oder geht's doch nicht? Schauen wir mal. Naja. Wäre wieder mal eine gute Gelegenheit für Tunnel. So. Jetzt ist die Frage, sollen wir die Gleise hier noch liegen lassen? Ja, für den Moment schon, wer weiß, für was wir es noch brauchen. Heißt, das ist jetzt ans S-Bahn-Netz angeschlossen. So weit, so gut. Und jetzt wollte ich ja noch irgendwo halten. Hier. Da werden wir da noch einen zentralen Bahnhof machen. So, und zwar auch so einen kleinen, soweit klein da anwendbar ist.
Und da müssen wir die Linie natürlich noch planen. So, wie kommen wir da am besten rüber? Das wäre eigentlich eh ganz okay. Wenn wir da so einen Bogen fahren. Ich würde sagen, ja. Weil dann die Strecke oder die Brücke zumindest schön wird. Und hier versuchen wir es jetzt wieder mal. Wie schon mehrfach mit Bahnübergängen. Und da müssen wir das Ganze noch hier anschließen. Also das heißt müssen, möchten. Da wären wir jetzt auch schon in der Nähe des kommenden Flughafens. Mit gewisser Absicht natürlich. Okay. So, jetzt die Frage, wie wir die Bahnlinie planen. Ich muss die eben mal einfärben. Die Linie 4 ist das mittlerweile. Die wird mal grün. Ist das okay? Ja, ja. U-Bahn-Linie 3 ist zwar auch grün. Das heißt, wir haben jetzt hier die grüne, die so durchfährt. Zum Hauptbahnhof. Und wir haben die rote, die bis darauf fährt. Und ja, jetzt ist die Frage, wie fahren wir hier, dass das Ganze noch ein bisschen zusammenpasst. Da könnte man auch theoretisch da losfahren. Oder ich glaube, es wäre besser, wir fahren hier los. Stoppen hier, hier, hier und fahren vielleicht bis zum Hauptbahnhof. Sollen wir das machen? Machen wir es einfach mal. Schauen wir, was rauskommt. Also Hauptbahnhof. Geht's los. So, habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich hoffe. Wir werden es rausfinden. Genau, und dann wieder zurück. Ah, Moment, ich wollte nicht hier stoppen. Gut, wir können hier... Wir können hier und vielleicht hier noch. Oh, das ist schon ein bisschen zu weit. Na, lassen wir es mal für den Moment. Da gibt es ein paar Umstiegsmöglichkeiten. Ja, und dann fehlt natürlich noch U-Bahn und eine Menge Buslinien, ich weiß. So, jetzt hoffen wir, dass wir sie sauber abschließen können. Dann färben wir die auch gleich ein. Dann werden wir sehen. Machen wir die... Hat man jetzt blau schon? Na. Das passt. Die grüne überdeckt. Moment. Irgendwas passt mit meiner blauen Linie nicht. Da ist sie noch da. Hier sehe ich sie auch noch, aber nur in eine Richtung. Und da hört sie dann auf. Okay, da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Okay, das schaue ich mir dann offscreen an, würde ich sagen. Vielleicht fehlt irgendwo ein Gleisstück, das er braucht. Hier passt es aber, oder? Ja. Ja, wie gesagt, schaue ich mir... sollte passen, schaut es mir echt schön aus. Also ich glaube, er kann hier fahren. Schaue ich mir dann offscreen an. Ja, und dann hoffentlich schaffen wir nächstes Mal den Flughafen, den viel gewünschten. Und das zumindest mache ich noch schnell. Ah, und noch was fällt mir auf. Die Dinger hier
die schauen wir uns dann nächstes Mal an. Und ich wünsche alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk und Baba.